Ah, hallo, Mio. Komm rein. Okay, soll ich mich jetzt auch verbeugen und soll ich jetzt so Großmeister Han sagen oder soll ich dir die Hand geben? Nein, nein, das passt schon alles. Okay, alles danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich find's mega geil. Also ich würde voll gern was lernen. Wenn du mir irgendwas beibringen könntest, wäre das voll cool. Was möchtest du denn lernen? Ich weiß nicht, was weiß ich nicht, so die Anfangssachen oder so irgendwie. Tritt man so oder kann, ich weiß es nicht. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß schon, was ich dir zeigen kann. Okay, perfekt. Ja. Dann zeige ich dir mal heute die Basics. Okay. Ja, wenn du das kannst, kannst du eigentlich Taekwondo komplett schon. Ne? Okay. Ja. Also, erstmal stellst du mir hin. Ein bisschen in die Knie. Genau. Und dann einfach nur ganz normal die Hände so schwingen. Genau, einfach gerade. 1, 2, 3, 4. Genau das gleiche, ne, dieses hier, aber halt mit den Beinen dazu. Und 1 und 2. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. Du hast ja gerade beim Training gesagt schon, dass Taekwondo auch irgendwie eine Art Selbstverteidigung ist. Kannst du das nochmal genau erklären? Also Taekwondo ist eigentlich eine Kriegskunst. Das heißt, die Techniken, die dort trainiert wurden, sind halt effektive Angriffs- und Verteidigungstechniken. Das heißt, jeder Block, jeder Schlag ist im Grunde genommen eine Selbstverteidigungstechnik. Ne? Kann man nicht an einem Tag lernen, sondern das muss man halt jahrelang üben. Dazu gehört zum Beispiel auch die Faust abzuhärten, ne? Weil wenn die zu schwach ist, dann kann man halt nicht zuschlagen oder man ist gehemmt zuzuschlagen und deshalb allein dieses Abhärten des Knochens, das dauert halt auch schon ewig. Ne? Also wenn du jetzt mal zum Beispiel selber so machen würdest, ne, dann würdest du halt so ein bisschen Hemmung haben drauf zu hauen. Ne? Aber wenn man das abgehärtet hat, dann ist es egal. Dann kann man halt hier raufhauen und das ist halt nicht schlimm. Ne? Das hat nicht weh. Nee. Aber ich mache das jetzt über 30 Jahre und ja genau, der Grund, weshalb ich damit angefangen ist, weil ich im Kindergarten gehauen wurde. Ja, und da hat meine Mama gesagt so, nee, das geht so nicht, ne? Du musst lernen, dich selber zu verteidigen und genau, und so kam es dann halt zum Taekwondo, weil Taekwondo kommt ja aus Korea und ich bin Koreaner, also kam es sozusagen, stand das zur Auswahl. Eins! Zurück 2. Und Wechsel 3. Ja, wechseln wir das Bein. Los und Faust. Genau. Die Hand. Wie würdest du dein Taekwondo so ganz kurz einfach beschreiben in so ein paar Sätzen? Also, ich hätte 4 Wörter. Erstmal Gesundheit, Ehrlichkeit, Glück und am Ende sogar Liebe. Erstmal Gesundheit, die innere Gesundheit, wenn man das übt, ne, ist der ganze Körper immer schön aktiv und das hält einen natürlich gesund. Aber die mentale Gesundheit,
Das heißt, dieser Aspekt spielt auch eine Rolle, also Gesundheit im mehrfachen Sinne. Dann Ehrlichkeit. Also wenn man ehrlich sein will, muss man auch Mut haben. Es ist nicht immer einfach, ehrlich zu sein. So die Wahrheit zu sagen, erfordert auch Mut und Courage. Dadurch lernt man sich selber kennen und weiß, was man alles kann. Und durch dieses Selbstbewusstsein und diese Selbstwahrnehmung kann man dann auch sozusagen viel ehrlicher zu sich selber sein. Damit muss man anfangen. Und auch entsprechend dann ehrlich zu anderen sein. Das führt wiederum auch zur Gesundheit, weil wenn du nicht ehrlich mit dir selber bist und du unterdrückst ganz viele Sachen und machst das irgendwie nur durch äußere Einflüsse, dann macht dich das wiederum krank. Deshalb ist diese Ehrlichkeit sich selber gegenüber und anderen gegenüber sehr wichtig. Und wenn man Gesundheit hat und diese Ehrlichkeit, dann ist das schon mal eine gute Grundlage für Glück, also so ein zufriedenes Leben. Und wenn man mit sich selber zufrieden sein kann, dann fängt man auch an, so das eigene Leben zu lieben. Man liebt sich sozusagen selbst. Und das ist wiederum eine gute Voraussetzung, dass man auch andere lieben kann. So bin ich zufrieden mit mir und dann kann ich sozusagen meine Zufriedenheit auch übertragen. Also diese vier Sachen. Ja, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall gerne nochmal wiederkommen. Würde das gehen? Also so für Anfänger und so, weiß ich nicht, so in meinem Alter. Also wir haben täglich Training, genau. Auch, also wir kennen auch kein Wochenende oder so, weil das ist ja für uns keine Arbeit, sondern das ist für uns, wir machen das gerne, ne? Und das tut ja unserer Gesundheit gut. Insofern kannst du jederzeit... Ich kann einfach vorbeikommen. Ja. Perfekt, dann mache ich das. Dankeschön, okay. Auf jeden Fall. Gut. Ich würde noch ein Selfie machen, wenn das in Ordnung wäre. Okay. Warte.